Tu mir mal einen Gefallen und drück erst Q und danach Alt A. Wir wissen, dass sie hier sind. Alt A. Aus dem Weg. Hä? Weißt du nicht, was das gemacht hat? Wofür? Damit machst du alle deine Einheiten aggressiv, damit sie automatisch Gebäude angreifen. Deine Apokalypse-Panzer sind dann eine halbe Ewigkeit in der Basis entdeckt. Rumgestanden und haben nichts gemacht. Ich musste gucken, was da los war. Ja, darf ich jetzt meinen Zweck bauen und Erweiterungen und so und... Ich sterbe mit Ehre. Sie aber nicht. Oh. Er hat gesagt, ich sterbe nicht mit Ehre. Na gut, wenn man nicht stirbt, dann kann man auch nicht mit Ehre sterben. Oder ich könnte der Theoretik einbauen und sagen, ich habe ja auch noch kein PvP gemacht. Witzig, ne? Aber mal ehrlich, wie kriege ich jetzt diese Markierung hier weg? Markierung. Das ist Markierung. Die Rache naht. Kann man als Einheit anwählen. Sind an Alarmbereitschaft. Unzureichende Mittel. Was macht der da? Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Reibt sie auf. Feindliche Einheiten entdeckt. Feindliches Kommando geortet. Eine Einheit wird angegriffen. Feuer. Schnell, Pilot. Ah, ja. Unzureichende Mittel. Los. Ja, sehen wir da drüben nach. Das ist cool. Natascha hier. Ja, unser Verbündeter wird angegriffen. Oh. Tötet Yuriko! Tötet Yuriko! Die aus irgendeinem Grund zwischen meinen Apokalypse-Panzern in der fliegt. Nichts macht. Ich kriege immer, was ich will. Eine Einheit holen Sie mich hier raus! Ich voll der Fan von. Überlassen Sie das mir. Ich warte nehme mal. Einen Teil von euch mit. Ich... Hä? Oh, Leute, ich habe keinen Reaktor mehr. Natascha Volkova. Ich hab mich schon gewundert, warum. Jetzt? Oh mein Gott. Nicht wirklich, oder? Der rennende Panzer, der von irgendwo herkommt. Unzureichende Mittel. Unser Verbündeter wird angegriffen. Da ist ein Tsunami-Panzer, der auf deinen Marinewerft rum. Ja, ich meine, das ist der rennende Panzer, der von irgendwo herkommt. Oh mein, die haben meinen Baukranzer. Unzureichende Mittel. Toxinkorrosion bereit. Feindlicher Infiltrator geortet. Fliegen wir los. Wo sind diese Würmer? Dann los. Unser Verbündeter wird angegriffen. Ah, ja. Feuer. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Feuert aus allen Rohren. Unzureichende Mittel. Schnell, Pilot. Räumen wir eine auf. Einheit wird angegriffen. Sprecht das letzte Gebet. Statuieren wir ein Exempel. Räumen wir auf. Den da. Reicht, so, ich hab die Marinewerft von denen kaputt Sprecht gemacht. Sprecht das letzte Gebet. Feuer. Ja. So, und das letzte Schlachtschiff jetzt auch. Was haben wir denn da? Reibt sie auf. Buttle war. Warte mal kurz. Ich muss mal kurz die Spiel pausieren. Okay. Weil ich in den Einstellungen was nachgucken möchte. Hotkeys. Wieder anhalten. Was willst du denn nachschauen? Vielleicht kenne ich den Hotkey ja dafür. Jungsmodus B. Hättest du mir das schon gesagt. So einfach ist das. Markierung anklicken und entfernen drücken. Oh.
Das ist so eine einfache Sache, da kommt man nicht drauf. Dass man einfach nur die Entfernen-Taste drücken muss, um eine Markierung zu löschen. Feindliches Kommando geortet. Irgendwas gesehen? Unser Verbündeter wird angegriffen. Irgendwas gesehen? Nein, Yuriko, du bist nicht. Für den Feind. Ich habe feindlicher das Stützpunkt entdeckt. Also seine Yuriko ist, Panzerfutter. Wie geht's weiter? Ja. Abmarsch. Was haben wir denn noch zum Skillen? Ich bin auch schon bei der Toxin-Korrosion angekommen. Ja, weil es einfach nichts anderes Sinnvolles zum Skillen gibt. Ja. Inspektion abgeschlossen. Die Luftwaffe des Volkes. Unzureichende Mittel. Ich kriege immer, was ich will. Sowjetische Lufthoheit. Lang lebe Russland. Nur die Rumblade-Inspektion abgeschlossen. Ja? So. Twinblade. Ah, machen wir einen Ausflug. Jetzt, wo es alles ein bisschen stressfeier ist, kann man ja schön sein Abhol. Kalypse-Invasionsarmee aufbauen. Ich hol mir jetzt vor allem erstmal ein paar neue Erzraffinerien. Aber ich hab mir da unten rechts eine geholt. Feindliche Einheiten entdeckt. Und hallo? Ich hab mir schon die Ober über mir geholt, die Raffinerie, schon lange. Ja, die haben sie mir ständig kaputt gemacht, deswegen habe ich die gerade nicht. Bau abgeschlossen. Feindliches Kommando geortet. Wird gebaut. Feindlicher Infiltrator geortet. Unterbrochen. Nein, Yuriko. Setzt psychischen Schrei gegen Panzer ein. Ja, sie hat mit Natascha damit getötet. Bin betroffen. Natascha hat sie mir damit gekillt. Ach so. Ich hab nicht gesehen, dass. Ach ja, da oben war ja eine Granatascha. Ich bin einsatzbereit. Ah, Apokalypse-Panzer. Wohl Mammut-Panzer waren viel cooler. Die waren nämlich richtig OP. Okay. Wenn du denkst, Apokalypse-Panzer sind OP, okay, ne? Da hättest du Mammut-Panzer aus dem ersten Alarmstufe hoch sehen sollen. Ich glaube, Alarmstufe 2 hatte die auch noch so, die Apokalypse-Panzer. Weil die hatten nebenbei noch Luftabwehr. Und waren nebenbei gut gegen Fußtruppen. Gegen Fußtruppen sind sie jetzt auch extrem effektiv, wenn sie Sternrang haben. Bau abgeschlossen. Ja, aber so waren die waren generell. Also es gab ja noch keine Regeln in Alarmstufe 1, die waren generell gegen Fußtruppen. Unterbrochen. Feindliche Einheiten entdeckt. Du hast einfach nur Mammutpanzer gebaut. Unser Stützpunkt und, wird und hast die Gegner damit überrannt. Gute Luftwaffe gab es damals auch noch nicht so. Unser Verbündeter wird angegriffen. War noch nicht so effektiv. Hauptquartier. Der Treibstoff reicht. Heutige Luftwaffe hier. Wollte der König gab ja auch noch keine Luftwaffe gegen Luftwaffe. Eine Erzmine ist in Kürze ausgebeutet. Ja, der hat gedacht, der kann schleichen. Wird gebaut. Das muss aber noch ein bisschen üben. Wird gebaut. Naja, ich möchte so ein 10-Tonnen-Gerät schleichen sehen. Da kann der Master Chief ja besser schleichen. So, ich habe schon Desolator Luft angegriffen, damit Desolator bin ich vollgeskillt. Desolator Luftangriff bereit. Bau abgeschlossen. Ey, cool, maximal Level, jetzt können wir raiden. Wird gebaut. Feindliche Einheiten entdeckt. Bau abgeschlossen. Wird jetzt gebaut. Gesammelt. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Feindliches Kommando geortet. Repariert. Oh mein Gott, Yuriko. Kampffreigabe abgeschlossen. Erteilt. Was haben wir denn da? Elender Abschaum. Ah. Ja, sehen wir da drüben nach. So, langsam habe ich endlich mal wieder eine stabile Rohstoffproduktion. Wird gebaut. Ja. Abgeschlossen. Jetzt wo einen die Raffinerien nicht ständig unterm Arsch weggebombt werden. Hallo, wer ist bombt den Arsch weg und hallo. Hallo Nadine. Wir sind hier gerade bei willkommen im Let's Play. Red Alert aufnehmen. Du darfst dir aber gerne hier bleiben. Also wenn ich bei solchen Kommentaren reinkomme, finde ich das auf jeden Fall sehr lustig.
Ausbildung. Wie gesagt, das gerne. Mein Magnet hat ihn mit. Tut ja auch selber schuld, wenn ich in den Privatraum gehe. Ich baue in der Zwischenzeit schon mal den Kirov-Teppich auf. Ich habe das letzte Wort. Unzureichende Mittel. Ich überroll den gleich einfach mit Apokalypse-Panzer. Ja, du hast so sehr viele Apokalypse-Panzer hier rumstehen. Ich erinnere mich mal wieder daran, dass ich eigentlich mal installieren wollte. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ja, ist lustig, das Spiel. Und, ja. Unzureichende Mittel. Repariert. Unser Verbündeter wird angegriffen. Komm, warten wir mal. 6 Erzraffinerien, schon läuft die Rohstoffproduktion flüssig. Natascha hier, haben Sie mir Rohstoffe. Sagen Sie mir, wo Sie sind. Ah, bin auch ausgespielt. Natascha Volkova. Ich habe etwas für den Fall. Ich habe 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 Ränge, also. Todesengel. Wir warten. Den da. Bisher rum für experimentelle Wissenschaft. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Kirov meldet sich zum Team. Eine Einheit wird angegriffen. Ha, da sind sie. Unzureichende Mittel. Feindliche Einheiten entdeckt. Achten Sie. Statuieren wir ein Exempel. Oh, ich roll da gleich einfach so drüber. Mein Gott. Alle Waffen bereit machen. Angriffsbefehl. Aggressiver Angriffsbefehl und drauf. Wenn dein Kumpel das macht, dann sagt er... Wer sind sie? Das war vermutlich nicht so geplant. Naomi halt sie. Das war nicht so geplant. Naomi ist echt mal so eine Heulsuche. Jetzt Mine ausgebeutet. Einsatzziel erreicht. Feindlicher Infiltrator geortet. Feindliches Kommando geortet. Nettes Visier. Ne, schon wieder? Wir haben keine Chance. Eine Einheit wird angegriffen. Schlaf schön. Hat sie nicht deine Natascha gekillt. Aber der Onin killt gleich deine Natascha. Ich hab 10 Kirovs. Und das Spiel leckt. Oh, nein, nicht abstürzen, bitte nicht. Nicht das so eine lange Mission. Feindliche Einheiten entdeckt. Kirov meldet sich zum Dienst. Die echt gut für mich gelaufen ist, muss ich sagen. Ich krieg Bodenunterstützung. Ich zerstöre mal diese scheiß Raketenstellung. Die sich in eine Maschinengewehrstellung umwandelt. Das ist gut. Die Kirovs sind unterwegs. Seh ich. Ich schicke meine Apokalypse-Panzer. Pass aber auf, dass du die Apokalypse-Panzer nicht unter den Kirovs stehen hast, während die was zerbomben. Das ist eine sehr gute Idee. Eine Einheit wird angegriffen. Werde sie berücksichtigen in meinem Plan. Weißt du, was wir jetzt machen? Fahr mit allen da durch. So, bam. Rage mal mit deinen tollen eisernen Vorhang-Einheiten da jetzt durch. Rage, oh. Weißt du, was ich mir mal vorstelle? Dass die Sowjets mit so einer Heavy-Metal-Band die Gegend reisen, während sie Krieg führen. Das ist dann so wie die Kriegstrommeln, ja. Und immer wenn sie irgendwo angreifen, spielt die Heavy Metal Band und jeder Radio an. Ah, der Klang der Zerstörung. Einheit verloren. Ich dachte schon, sie fragen nie. Mal langsam. So, eine Basis weniger, würde ich sagen. Ja. Hey, meine Apokalypse-Panzerproduktion ist eingestellt worden. Warum? Kannst du doch nicht einfach einstellen. Ich brauche mehr Kirovs. Mein Kaiser? Ich habe versagt. Hehehehe. So, jetzt kommt die ganz, ganz große Basis. Einsatzziel erreicht. Ah, sehr schön. Zerstören können die Basen. Das gehen die. Schlachtfeld erweitert. Neues Einsatzziel erhalten. Ah, oh, so herrlich. Kirovs sind unterwegs. Und
Hütte wird abgerechnet. Meine Apokalypse-Panzer wäre auch gleich eins. Freigabe erteilt zum Dienst. Feindliche Einheiten entdeckt. Neues Bombenziel erhalten. Eine Einheit wird angegriffen. Ach, selbst schön. Einheit verloren. Feuert aus allen Rohren. Alle Waffen bereit machen. Nähern uns Ziel. Lass mir noch was übrig, ne? Mal schauen, was die Kiros übrig lassen lassen. Feind gesichtet. Feuer aus allen Rohren. Eine Einheit wird angegriffen. Schaltet sie aus. Weißt du, das ist so, der ist immer so hinterhältig. Der greift immer einfach an und sagt nichts. Und meine Panzer stehen immer noch hinten. Ich hab gesagt, Kiros sind unterwegs. Feuert aus allen Rohren. Ja, ich hab gedacht, dieser Produktion. Ich gehört, dass du was gesagt hast. Unser Verbündeter wird angegriffen. Reibt sie auf! Lässt mich voll sinnlos hier aussehen. Bonus hier? Was noch müssen wir machen? Die Kraftwerke zerstören. Den Rekruten und den Bären befreien. Da! Feind gesichtet! Und Kraftwerke zerstören. Neues Bombenziel erhalten. Eine Einheit wird angegriffen. Einsatzziel erhalten. Ich wurde von ihnen gedemütigt in meinem eigenen Garten. Jetzt werden sie sich mir stellen müssen. Mir persönlich. Oh, das ist eine gute Aufgabe für Apokalypse-Panzer. Ja, meine sind schon unterwegs. Hey, lass mich auch mal was machen. Ist das der Kaiser? Lass mich mal was machen, Mann. Am liebsten würde ich ihn mit eigenen Händen erwürgen. Arsch. Eine Einheit wird angegriffen. Ich wünschte, ich würde die Mission auch auswendig kennen. Vater! Was habt ihr getan, ihr widerlichen Feiglinge? Habt ihr keine Ehre? Nee, ich war noch nicht PvP. Der Kaiser ist nicht mehr und sein Reich wird ohne Führung endgültig dem Untergang geweiht sein. Das war ein großer Sieg und ein großer Tag für alle Sowjets. Einsatzziel erreicht. Eine Erzmine ist in Kürze ausgebeutet. Gewonnen? Eine Einheit wird angegriffen. So, zwei Sowjetmissionen hätten wir noch. Machen wir hier auch gleich noch? Ja. Oder willst du Pause machen? Pause. Okay. Dann beende ich hier mal die Aufnahme und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.